Typen. Wisst ihr, warte, ich glaube, wir müssen das Bild mal erneuern. Das gefällt mir noch nicht. Ich habe was Besseres, warte mal. Und wir können auch das hier nehmen. Das ist auch nice. Für Leute, die absolut nicht auf mein Gesicht verzichten können. Dann ist meine erste Frage, was ist los mit euch? Naja, Halloween ist nächstes Jahr auch wieder. Ja, aber manchmal will man ja ein bisschen mehr als Halloween, ne? Hm. Manche hängen sich auch tote Hamster in den ins Wohnzimmer. Alles klar, Sorina, bis denn. Ah, da genau. Und so, Inna, danke dir fürs Followen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal dann. Ah, nice. Aber mir fehlt noch ein Ei. Zum Turm gleiten. Ja, warte mal, da machen wir noch schnell. Ein Turm mit Gleitkrähe, was? Komme ich hier überhaupt wieder? Nee, so nicht. Jetzt bist du verstört. Ich hab doch noch gar nicht angefangen. Das ist doch noch gar nicht schlimm. Was viel Schlimmeres, warte mal. Das ist zwar nicht, nee, ist zwar nicht Schoschmann, aber es ist auch nice. Ich mag es sogar. Das ist ein Bild für den Server, den Lini-Hol, Vivi und ich haben, wo wir immer Overwatch gerankt haben. Wo wir noch zusammen ranken konnten. Leite zum Turm, ja. Jackpot. Wie denn? Nightly Light, moin moin und vielen Dank fürs Followen. Da soll ich hin. How? Das Bild ist nicht so funny. Oh! I feel off. I feel a big oof. I feel a big oof in my heart. That's a very big oof. Aber gut, wenn euch das nicht so schön ist. Ich hab noch mehr davon. Ich habe immer noch das hier. So, damit können wir arbeiten. Echt nicht zurück? Ach doch, hier. Garden Slide. Perfekt. Perfection. Du findest das nicht so witzig? Oh, voll der Hater. Ey, der hated. Voll der David. Der David. Voll der hatende David, ey. Schau mal da, hobert ab, Bruder. Schmäh. Hier rein, wildes Schmäh. Ja. Mochte nur das Bild, ich hätte mir jetzt. Oh. Hat er nicht gesagt. Voll der Hater! Der Hater, ey! Sorry, ich lass gut sein. Obelix Fett hat er gesagt. Asterix, Kommunist, hat er zu mir gesagt. Was hast du geantwortet? Glory to Vodka.
Glory Wodka. Leute, was Gott Dotzka. Das ist ein Dotzka. Das ist ein Schnotzka. Das, was Putin sagte. Das, was Putin sagte. Nur mit zweimal mehr Schnitzel. Achso, gut, ich muss das gesamte Level nicht nochmal machen. Ich mich ans Pan-Boy nochmal versuchen. Was willst du versuchen? Mich nochmal zu Super Meat Boy versuchen. Super Meat Boy. Ich verkacke da regelmäßig. Spiel ist ja auch schwer. Nein. Du sollst da ja auch dran verkacken. Nein, Shadow, es ist die Zeit gekommen im Jahr. Sie ist alt genug. Keks, du verlierst nur, weil du unfähig bist. Geht gut. Also, dass ich unfähig bin, das weiß ich schon. Du bist klein, untalentiert, du kannst nichts. Nicht mal das kannst du. Danke. Das sag ich die gesamte Zeit aus zu mir, weil dann kommen immer andere und meinen so, ich kann irgendeinen Scheiß. Boah, diese Gutmenschen. Ey, voll schlimm, ne? Ich hasse Gutmenschen. Die erzählen mir auch ständig, dass ich nicht fett wäre. Ja, schlimm, ne? Ihr seid auch nicht fett. Da ist schon wieder so einer. Wo ist schon wieder so eine. Widerlich. Wer werft sie mit Haribo? Haribo macht Kinderfroh und Erwachsene ebenso. Aber dich nicht. Einfach fucking Haribo, ich habe immer noch gute Fruchtsaftbeeren. Naja, aber irgendwas müssen wir werfen, die Dinger sind so steinhart und ungenießbar. Auch wieder wahr. Ich meine, es wäre ja kernbehindert, die guten Saftbeeren zu werfen. Ja, echt mal. Da kann ich auch gleich mit Kaviar-Dosen werfen. Haribo macht ein Analverbot. They put the penis in the anus. Haribo macht Popo froh. Und den Stuhlgang sowieso. Pass auf. Alter, man muss voll den Mega-Jump-Move machen, damit der stirbt. Habt ihr nur bei mir gelernt. Immer schön den Jump-Move machen. Außer da. Da macht ihr den Jump-Move nicht. Da glaubt mir, der Jump-Move wird euch irgendwann töten. Der Jump-Move macht eure Leber kaputt. Scheiße. Ich muss aber sagen, also der dritte ist von allen Teilen irgendwo auch noch echt mit der leichteste. Also ich meine, oder ich werde einfach nur mit Leben überschüttet. Halt dein Maul, Junge. Stirb. Oder du bist einfach zu gut. Ja, ich bin einfach zu geil. Die Kamera ist echt beschissen, um zu sehen, wann ich die jetzt mal treffen kann mit meiner Keule. Oh ja, der zweite hat echt ein paar schlimme Passagen. Aber der zweite, das sind es dann auch überwiegend immer die manche Missionen, wo einfach nur schwer sind. Im ersten ist es manchmal einfach nur tricky Platforming. Also wirklich tricky Platforming. Oder so ein Blödsinn hier. Aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, es ist immer die Kamera. Oder Sparks. Sparks sowieso. Sparks ist ein Fehler. Sparks war im Original nicht so faul. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wir müssen auf die neumodische Lebenslage einstellen. Na, heute nicht. Ich mache heute lieber mal ein Praktikum. Ja, die Kamera ist ja auch neu. Man hatte damals beim Yeti niemals so eine Mega über der Schulter Cam. What the fuck? So. Ja, spring da halt nicht hoch. Ist auch okay. Tu's halt nicht, ist auch gut. Nimm jetzt erstmal das Ei. Go fuck yourself. Nimm jetzt erstmal Brubeck mit. Oh wow. Yes.
Jetzt muss ich aber hier echt präzise... Natürlich! Ey, jetzt muss ich wegen diesem einen Hurensohn da nochmal hoch! Wegen diesem einen Huso muss ich da jetzt nochmal hoch, ey. Ich kotze im Strahl. Komm. Achso, ich bin direkt hier, okay. Warum? Ja, warum ist er jetzt hier neu Excuse me, what? Ah, nice. Okay. Okay. Bereich verlassen. Easy. So, ja, du kannst ja auch direkt raus. Stimmt, das Ei hat gespeichert. Das Ei ist ja ein Shave Point. Der shaved ja. Ein Shave Point? Ein Shave Point. Das Ei. Für zwei. Macht Brei. Davoi. Okay, sorry. Hey, es ist echt nichts für Februar irgendwie frei, was bezahlbar ist. Mhm. Einfach mal sagen, nein. Hi, Spyro. Wir sind momentan am Suchen nach Unterkünften. Februar ist ja auch so beliebt für unterkünftige Sachen. Problem ist, im Februar ist alles in Münster irgendwie ausgebucht, was im bezahlbaren Bereich ist. Ah. Nani? Aber also, willst du mal das Bild? Eben. Kaputt. Sparks Level war, kam mir aber auch damals schwerer vor, muss ich sagen. Boah, Megaschild. Unverwundbarkeit Sparks. Und selbst der ist zu faul, seine Arbeit zu machen. Weiter. Voll reingespackst. Du meinst reingespackst. Das auch. Gut. Schade. Ich will die Level irgendwie rushen. Ich weiß auch nicht warum. Rush B. Rush B, Zucker. Oh, Switch. Es ist Switch. Oh fuck. Oh fuck. Mach kaputt, was dich kaputt macht, Jünger. Oh. Mein Mann, das Level sah im Original um einiges dunkler aus. So richtig grim. Hm? Mäh. Nope. Swing. Ja, gut. Oh, ich bin aber auch gerade irgendwie... Ey, ich fühle mich gerade irgendwie voll überfahren. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist total weird. Da hätte ich nicht durch den Regen rennen sollen heute. War vielleicht nicht so gesund. Kommst du da drauf?
Naja, weiß auch nicht. Aber ich wollte unbedingt die Geschenke für alle wegbringen. Außer für Keks. Guter Hamburger Regen ist doch gesund. Außer für Keks, weil mich da DHL gemobbt hat. Ja, weißt du, ich renne los, hab die letzten Geschenke losgeschickt. By the way, das für Auran kommt hoffentlich überhaupt an der richtigen Stelle an. Was ich bezweifle. Weil ich hatte Vivi nach einer Datei gefragt, wo alle Adressen drin sind von uns. Und dann habe ich auch unsere Adresse aufgeschrieben. Und dann kriege ich hier einen Tag später von ihr eine Nachricht. Du, sag mal, hast du das von Auron schon losgeschickt? Ich so, ja, gestern. Und sie so, ich glaube, das ist seine alte Adresse. Ja, gut. Und ja, jetzt habe ich keine Ahnung, wo sein Geschenk ist. Jeder bekommt jetzt seins, hoffentlich rechtzeitig zu Weihnachten von euch, nur Auron eventuell nicht. Ist ja was sehr optimistisch mit der Post. Ja, ich weiß. By the way, hol, du kriegst auch was. Nur um das schon mal gesagt zu haben. Oh. Ein Dickpick? Nein! Dafür, ich will aber nicht mal einen Dickpick tracken. Du kriegst einen Dickpick. Ich krieg auch keine Nudes an Weihnachten, also von daher. Wir kriegen beide nicht, was wir wollen, ja? Oh. Naja, aber du bist unzufrieden. Ergo kriege ich doch, was ich will. Scheiße. Ha! So funktioniert das nicht. Ach so, ich darf mich nicht freuen. Du darfst dich nie freuen. Ach stimmt, ja, ist Weihnachten. Der Boss ist kacke. Boah, Alter! Ja, komm. Das ist ein Sendenhorst. Ich muss hier so weit fahren. Oh nein! Nee, das ist halt wirklich scheiße für uns. Achso, der macht den Kram auch wieder kaputt. Können diese ganzen Veranstaltungen hier einfach in eurer Nähe sein? Ja, bei euch zu Hause. Sagen wir so, die meisten wollen irgendwie gucken, dass sie eine Unterkunft finden. Und ich kümmere mich gerade ein bisschen mit drum. Aber, irgendwie die meisten Unterkünfte, die bezahlbar sind, sind irgendwie halbe Stunde von Münster entfernt. Oder bezahlbar sind sie nicht bezahlbar. Oder es gibt nur welche in der Nähe, die aber unbezahlbar sind. Tu die! Och nö. Wo habe ich denn jetzt Geld liegen lassen? Ich glaube, ich penne bei der Apple Color für 4 zu Hause. Na, na, na. Ja, geil, ich habe jetzt echt irgendwo Geld übersehen. Oh, leck mich doch. Aber ja, ich habe irgendwo doch Hoffnung in DHL. War ja auch teuer genug, der Scheiß. Naja, die sind auf jeden Fall fähiger als diese DBD-Typen. Ja. Oder die Leute von Hermes. Ich war da, du nichts. Murat, sag nochmal, ich war nicht da. Ich hol meinen Brüder. Na, klingel mal bei dir. Ja, das wäre schön, wenn ihr es tun würdet. Tut er ja doch nicht. Scheiße, die tun das. Ach ja, Ausländer, die sind immer so nett. Die fragen mich immer, ob ich ein Problem habe. Ja, hast du Probleme? Ja, und ob sie ihre Brüder holen sollen. Das ist nett. Um bei dem Problem zu helfen. Die Kohle aus dem Gefrierschrank holen. Wenn sie sich ganz arg um dich sorgen und glauben, dass du nicht mehr fähig bist, heimzukommen, fragen sie, wo wohnst du? Wo wohnst du? Oder wie heißt du? Oder wie hast du? Wollte ich eigentlich nur mein Essen holen.
Jetzt repariere ich ein Bett. So, nice. Danke, mein Schatz. Voll ekelhaft, ne, Shadow? Ja. Liebe, kennst du dich, ne? Ich hab hier was vergessen. Ja, nee, tatsächlich, kenn ich wirklich nicht. Hä? Damit du doch was über hast, oder wie? Zum Beispiel. Ist das so, er will ja auch mal auf irgendwas rumtreten. Ja, und zwar auf dir. Ja, nur dafür bräuchte er erstmal einen vernünftigen Bart. Hat er. Was weiß ich ob? Weißt du, ich muss schon mit einer Hackenschere bei mir nachgehen, damit das überhaupt funktioniert. Aber hat auch keiner von euch gesagt, dass mir hier ein Ei fehlt, ne? Mir fehlt ein Ei. Wie Hitler. Wieso war es mir so klar, dass du damit kommst? Mach nicht solche Angebote, wenn du mit mir nicht klarkommst. Sprengt eine Wand. Wow. Egal was es ist, mach es weg. Mach es weg! Oh Gott, Alter. Sergeant Bird sprengt eine Wand. Wow, da Tatsache. Oh, Alter. Ich hab Luna vergessen. Du wolltest doch kein Backseat Gaming, aber wenn ich schon sage, ob ich 100% hab, ne? Und ihr sagt denn so, ja, oh, hat er. Lass ihn das mal glauben. So, jetzt. Der Typ glaubt das wirklich. Der Trottel glaubt das ja wirklich, dass er 100% hat. So ein Dödel. Du dummer Trottel. Du dummer Trottel. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Backseat Gaming und tatsächlich mal sagen, Alter, du hast da vorgestern was übersehen. Weißt du schon, in diesem einen Part von diesem einen Game, ich komme nicht mehr drauf. Oh, warte, warte, Keks, was willst du denn? You will give me an ad. Nein, werde ich nicht. Leute, ihr seid aufgeflogen, ey. Alter, ihr seid richtig, ihr habt richtig abgewogen. You will give me an egg. Ihr habt richtig abgeschmörgelt. Nee, Frostallee meine ich nicht, da ist dieses behinderte Boxmatch. Ich muss all es auch machen. All I want for Christmas is an egg. All I want for Christmas is tits. Ich bin ein einfacher Mann mit einfachen Begierden. Also zwei Luftballons. Wenn es Sinn macht am Ende des Tages. Willkommen bei den Frostaltären, Sparrow. Im Auftrag der Eisfeen möchte ich dir für die Zeit deines Aufenthalts in unserer Welt eine Spezialkraft geben. Yay. Geil, das heißt, ach nee, das war ja hier die zweite Kackmission, glaube ich, ne? Der Boxkampf mit dem Yeti. Ein Bär hat uns zum Schutz Boxkampf? Du hast keine Hände. Laserverteidigungssystem verkauft, mit dem Yeti. Ah, so, du steuerst den Yeti. Ja. Wollte schon gerade sagen, irgendwie macht das gerade keinen Sinn. Ich finde schön, dass ich eine Ionenkanone benutzen darf, um die zu töten. Wisst ihr noch, wo ich vor ein paar Minuten gesagt habe, boah, das war bestimmt die letzte ekelhafte Mission? Well, I lied. Er hat gelogen. Ja, ich habe ganz vergessen, dass es den Boxkampf mit dem Yeti gibt. Ach, der ist bestimmt voll toll. Ja, wenn sie jetzt die Steuerung durch Mortal Kombat Style ersetzt haben, hätte ich sogar tatsächlich Bock drauf. Voll Mann. Toll. Voll toll. Voll besoffen. Voll verkerkt. Tröti. Trö. Boah, Alter. Ich kann sie das nicht tun lassen, Herr Tierlieb. Ich werde sie nun umbringen. Mortal Kombat mit Benjamin Blümchen. Gefällt mir. Das wären geile X-Ray-Aufnahmen.
Es ist einfach nur wie so ein Stampfer auf dich zukommt. Ach schade. Im Original klang der Schneemann witziger. Justus und ich haben Schneemänner um die Wette gebaut, als die Zauberin sie mit einem Spruch zum Leben erweckte. Seitdem stampfen sie herum, bauen Eiswände und machen jede Menge Ärger. Schlimm, ne? Mein, ne? Wird mir stinken, wenn ich du wär. Oh, die Musik ist nice hier. Das ist mein etwas. Ach stimmt, ich konnte die Dudes auch einfrieren. Da war ja was. Die tun mir voll leid. Weißt du, stehen da einfach nur, werden aber geschockfrostet. Na gut, aber so haben wir das wenigstens hinter uns hier. Beziehungsweise, ich glaube auch nur, der Könnerpunkt beim Boxmatch war richtig ätzend. Ich glaube, du musstest irgendwie eine bestimmte Prozentzahl an Leben überhaben. Der Ionenkanone. Den Elefanten lasern wir auch weg. Laserface. Da gab es einen Könnerpunkt. Ja. Ich meine zumindest, es gab einen Könnerpunkt da, aber da ich den nicht machen muss, ist es mir relativ schnubben. Apropos Könnerpunkte. Wie sieht es eigentlich mit meinen Trophäen aus? Lass mir mal schnucken hier. Sieht bislang ganz lecker aus. Verlorene Flotte, benutze Kanonen, nö. Rosse, benutze den Eisatem, um 12 Gegner einzufrieren. Okay, daran sollte ich mich vielleicht tatsächlich mal ransetzen. Und nicht immer nur alles kernschmelzen. Ah, Spyro, ich habe gerade eine Nachricht von meinem kleinen Bruder bekommen. Scheint, als hätte er ein Problem mit einem Yeti. Der blöde Yeti hat meinen Ball. Oh. Ich habe ihm gedroht, dass du ihm... Gott, der sieht ja noch schlimmer aus als damals. Hört nicht. Du es machst. Zeig ihm, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Block seine hohen Schläge ab und triff ihn niedrig, wenn er versucht zu blocken. Körperschlag, großer Haken, blocken. Wer blockt, verliert. Achso. By the way, es ist so bescheuert, wie es aussieht. Es ist absolutes Glück eigentlich. Das ist genauso dumm wie damals, ey. Punch him in the dick. Alter, ich hasse diesen kleinen Yeti-Fick. Du solltest ihm gleich nochmal in den Hintern treten. Bring mir meinen Ball wieder. Oh, halt dein Maul. Dieses Mal gibt es 3 Runden. Und wenn du gewinnst, lass dir nicht wieder so ein dummes Ei geben. Alter, ich schmeiß dich gleich nach ihm. Ohne Fuck, ich habe die Schnauze voll von dir, Junge. Kleine Kinder werfen. Ich kann übrigens nicht einfach Jab mashen, das ist genauso dumm. Alter.
werden. Du machst das super. Ja, der Alter, vor allem. Oh ja, ein geil mehr Regen. Ja, vor allem, du hast halt voll getroffen. Alter, ja. Input Reed ist Arschloch, ey. Ich sag euch, das war damals Bullshit, das ist heute Bullshit. Es ist so unglaublich dumm. Es ist absolut keine Strategie hinter, es ist absolut pur Glück. Ja, das meine ich. Ich habe eine Strategie. Wenn sie nicht absolut beschissen wäre. Aber ich glaube, seine Input-Readende Scheiße kommt nicht damit klar, dass ich nach hinten gehe und dann um ihn rum. Die war früher war die Mission Cancer und sie ist es immer noch. Also. Das ist absolute RNG-Hölle einfach. Vor allem, dass er so, dass das Ding so input-readend ist, ne? Ja, aber die Strategie funktioniert aber irgendwie. Immer zurückgehen. Alter! Habe ich irgendwann nochmal Super? Nein. Das ist eine Frame-Perfect-Scheiße hier. Er kommt echt nicht drauf klar, dass ich zurückgehe. Vorwärts immer, rückwärts immer. Oh, komm jetzt! Oh, geht doch! Alter! Fähigkeitspunkte erhalten, geil. Kannst du ein Ei drauf packen? Ja. Oder war der Könnerpunkt irgendwie, dass du vor Runde 3 gegen ihn gewinnst? Ich glaube, du musst einfach vor Runde 3 gegen den Wichser gewinnen und das war's. Ich glaube, mehr war das gar nicht. Aber mal, wir müssen mal ein paar Gegner jetzt einfrieren. Mal gucken, ob wir das ein bisschen schießen können hier. Glaubt ja nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen verschnackt. Oder auch nicht. Alles cool. Ich bin immer noch der Beste. Alles easy. Deswegen, ich weiß es gerade nicht mehr. Also es gab einen Könner. Den Könnerpunkt gab es, glaube ich, entweder in einer bestimmten Prozentzahl Leben musst du den Kampf beenden oder irgendwie, glaube ich, vor Runde 3. Eins von beiden. Da ich ihm ja in den letzten 2 Sekunden nochmal derbe die Keule gegeben habe. Danke für deine Hilfe, Spyro. Nimm ruhig das hier. Kein Ding, Captain Pingu. Die Dinos wollten es mit dem Laser frittieren, aber du hast sie gestoppt. Otter? Was? Schwing. Nein, in Runde 2 den Yeti killen. Ach so, also doch. Sag mal, Spyro, du bist doch ein Sportfan, oder? Wie du sicher weißt, sind die Frostaltäre der Geburtsort der Sportart Katzenhockey.
Das heutige Spiel ist ausverkauft, aber ich habe zufällig ein Ticket, das ich mit einer klitzekleinen Preiserhöhung verkaufen würde. Junge, ey. Geh rein, Spyro. Das sollte ein spannendes Spiel werden. Ehrlich gesagt, ich habe sogar auf das Rhinox-Team gewettet. Ich hoffe nur, dass das Heimteam keine Unfälle in letzter Minute hat. Habe ich das gesagt, dass wir auch noch eine AIDS-Mission einzeln werden? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe einen Rhinox zu einem Katzenhockeyspiel herausgefordert. Aber ich habe mir wohl beim Trainieren meine Flosse verstaucht. Kannst du für mich spielen? Muss ich. Super. Friere die Katzen ein und schubse sie in mein Tor, um zu... So, ins eigene Tor. Oh Gott, mit Eisphysics. Da ist ein Kratzbaum in der Mitte. Da ist ein fucking Kratzbaum in der Mitte des Tors. Ich komme da irgendwie nicht so ganz klar drauf gerade. Der Typ hat jetzt gerade mal ein Tor gemacht. Nice. Richtig OP, der Dude. Und dann gehen die da an den Kratzbaum. Oh, wieso ist das so fucking süß? Oh, guck dir das an! Oh, das ist so adorable! Was war das denn jetzt für ein Bullshit? Adorable? Oh ne, jetzt haben wir nicht, muss er nochmal machen. Ich habe einen Rhinox zu einem Katzen. Oh, fick dich ins Knie, du Scheiße. Ich habe es geschafft und dann bringt mich das Spiel um. Ist ja wunderbar. Boah, es ist so, Alter. Wie gehen die da in den Kratzbaum? Das ist total süß. So, ich habe ein Tor für den Kerl gemacht. Alter, kann ich ihn in dem endlosen Loop des Frostes halten? Frosted. Ja, ich will das nochmal sehen. Das sieht so... Gut gemacht. Du, das Spiel mich dahin spawnt. Nice. Bäh. Was? Über die Dächer? Ah, oh, cool. Ich weiß gar nicht, sind die früher denn einfach wieder aufgetaut, die Katzen? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie mega adorable, dass die da einen Kratzbaum haben, an denen die da rumkratzen können. Irgendwie mega süß. Ja, ich meine auch, das waren zwei Runden. Aber steht da ja jetzt auch nicht, ne? Oh, da wurde wach. Jetzt müssen wir überlegen. Überlegen, wie wir hier... Hui! Das war so, ne? So ganz funky. Nee, das ist nur eine Runde. Hier ist eins, ja, und das andere weiß ich ja, wo das ist. Nee, dann gehört das so. Das war jetzt nur dumm. Ich war aber auch der Meinung, es waren zwei Runden. Ich hatte da auch irgendwie was in Erinnerung gehabt. Ah, kannst mal sehen. So einfach ist das. Dann muss ich hier überhaupt das für machen? Hui. Weil das hat ja nicht funktioniert. Hier drauf bleiben kann ich auch nicht. Ah, da. Sehe schon. Verstehe schon. Frustration, Frustration. Ich verstehe doch nicht. Okay, gut. Plan B. Ja,
Ja, das ist nice. Nice Range, dude. Ich glaube, ich muss den hier, genau. Ich muss ihn hier dafür benutzen, um hier hochzukommen. Genau, da war das. Ich weiß es wieder. Ich weiß wieder Zeug. Gar nicht. Doch. Nein. Boy. Nö. Sparks, hilf mir doch mal. Siehst du? Sparks, hilf mir. Der ist auf meiner Seite. Das liegt in der Interpretation. Du verstehst ihn halt nicht. Den tue ich wirklich nicht. Niemand versteht ihn. Das ist ja das Problem. Er sagt, er will ein Eis. Und eine kleine Cola. Und eine kleine Cola. Und Urlaub. Das will er sowieso. Und Gewerkschaftsschutz. Gewerkschaftsschutz? Ich glaube, irgendwas mit Kinderüberraschung. Oh, Alter, get fucked! Okay, gut, ich hab's begriffen. Weißt du, alle anderen Forderungen? Okay, aber Kinderschokolade kommt mir nicht ins Haus, man. Schokolade aus kleinen Erzklecken. Ah. Ich dachte eigentlich an die Deluxe Weihnachtsedition. Kindergartenkinder. Na, die sind aber noch nicht so gut. Aber je frischer, je besser. Die haben immer so diese Cremefüllung. Wenn sie gerade ins erste Schuljahr gekommen sind, da sind sie, dann sind sie gut. Also noch ja, du machst das als abgehangen. Ich hab diesen Kerl dreimal gekillt und jetzt kriege ich erst einen Edelstein dafür? Ja. Okay. Ist ja dumm gelaufen. Ich verstehe schon. Wir verstehen uns schon, ne? Begreifen. Garfen. Snarf. Ach, guck mal, Draghi versteht mich. Da guckt man einmal kurz auf Discord. So viel zum Thema All I Want for Christmas. All I Want for Christmas is you. Is boobs. Ach nee, mein, genau. Some good old anime boobs. Fuck! Das machen Leute auch gern damit. Genau, machen wir das jetzt zuerst. Aber das ist doch eigentlich Angels Job. Meine Güte. Ich meine, wir unterhalten uns nur über Kunst, also von daher. Angel kann jetzt auch nicht 24-7 deine Sucht nach Kunst befriedigen. So, der guckt auch nur Zeug und schickt mir das dann und denkt sich, ja Mensch, das ist bestimmt nice. Ja, aber irgendwann muss er auch mal schlafen. Ich habe gerade die geilste Nachricht von meiner Angel Mutter bekommen. Okay, wisst ihr, all the boobs, all the hentai, kann nichts gegen die Nachricht, die ich gerade von meiner Mutter bekommen habe. Hm? Die Nachricht sagt, du brauchst morgen nicht zum Amt. Okay. Das Amt kommt morgen zu dir. Nee, dann, das heißt, sie hat da irgendwas gefunden, womit wir das sicher easy machen können. Weil normalerweise, hätte morgen, wäre ich zum Amt gegangen, zum Rathaus, und hätte gefragt wegen meinem Sozialversicherungsnachweis und wegen meiner Lohnsteuerkarte. Aber mein Vater wollte nochmal gucken, ob das eine andere Option gibt, damit es irgendwie simpler geht, dass ich ja ganz hindödeln muss. Und jetzt kriegt die Nachricht, du musst morgen nicht zum Amt. Das höre ich gerne. Das schreibe ich auch mal ganz kurz. Das höre ich sehr gerne. Weißt, es ist mir sogar egal, scheißegal, wie illegal diese Methode dann wäre. Es ist einfach, ich muss nicht zum Amt. Mehr brauche ich nicht. All I want for Christmas is a burning Amt. Ne, das will ich nicht mal. Das habe ich nicht gesagt. Das Ganze gründet jetzt noch mit einem schweigsamen John Wick Anruf. Ich glaube, er ist sauer. Alter, die Bienen. Habt ihr die Bienen gerade gesehen? Alter. Guck mal, ich sehe einfach nur ganz viel Blut gerade bei mir. Ach, das ist auch nice. Bienen und Blut. Kannst du von der Krankenkasse bestellen lassen. Bienen und Blut, nicht Bienen und Blutbad. Oh,
Biene und Massaka? Oh Gott, ey. Ich pack da mal wieder die Kettensäge weg, Herr Lehrer. Entschuldigung. Ohne Scheiß, also wenn man mir schon sagt, ich muss morgen nicht zum Amt, dann gehe ich davon aus, dass mein Vater da rausgefunden hat, wie ich das so machen kann, ohne dass ich hier irgendwas machen muss. Go fuck it. Ich, ne. Wird ihr dann immer von 6 Wochen zu... Was? Ich brauch das bis zum nächsten Monat. Was braucht bei Ämtern immer so lange? Die arbeiten noch mit Papier. Ja, die sind noch nicht... Shadow, hast du nicht das Video gesehen, was ich dir gesendet habe? Diese... Matt, Papierschein 38. Händen. Ja, passiert schon 38. Außerdem decken die den Bedarf an tattrigen alten Omis mit Brille ab, die dann das Papier nehmen, es zu einem anderen Schalter bringen und ein anderes Papier mitnehmen. Zwischendrin vergessen sie dein Papier, dann kommen sie zurück. Dann reden sie übers Wetter. Dann vergessen sie schon wieder das Papier. Und nebenbei schaukeln sie. Eier. Ja. Ihre Eier. Die sie auf dem Wochenmarkt gekauft haben. Ohne Scheiß, ich hasse Ämter einfach. Es ist einfach, ne? Es ist so viel von diesem Bürokratie-Scheiß, könntest du einfach weg haben, wenn sie endlich mal wirklich digital arbeiten würden. Ja. Aber nein, wir brauchen Karteikarten. Das beste System der Welt. Ja. Da wird niemals nichts irgendwas durcheinander kommen. Ups. Ups, es ist alles durcheinander gekommen. Wer waren sie nochmal? Wie hieß ihr Gesicht? Keine Ahnung, aber der Typ, dem das Gesicht gehört, ist sauer. Verständlich. Da rennen wir mal als letztes. Da ist er. Quay. Es gibt hier ein wirklich großes Schaf-UFO, das versucht mich zu kriegen. Ich hab mir ein Drachen. Alter, Jäger, was hast du es mit fucking Schaf-UFOs? Okay, los geht's. Weißt du, jede seiner Missionen in diesen Flugabteilen hat immer mit fucking Schaf-UFOs zu tun. Immer. Also Schafen, die von UFOs geklaut wurden oder UFOs in Schafform? Wohl, was weiß ich. Das ist für mich voll. Mach das, was ich will. Der super Fleischboy, der macht immer, was du möchtest. Nein, nicht unbedingt. Entweder springt er wohin, wo er nicht hin soll, oder er springt erst gar nicht. Oh. Nein, er springt immer dahin, wo du hin willst. Oh, you need to get good. Sorry, aber Super Meat Boy ist leider so ein Spiel. Du musst einfach perfekt Performance haben, sonst sagt das Spiel dir irgendwann einfach so, you know what, fuck you. Krasse Performance-Rhythmusgefühl. Hast du dir mal im Klatschen sehen? Ich noch nie. Hey, Monileinchen. Ich hab nicht mal das Ei fallen lassen. Wir entschuldigen uns jetzt hier bei jedem, der sich angegriffen fühlt, wenn man nicht im Takt klatschen kann. Seit wann entschuldigen wir uns bei Leuten? Hey, also Randgruppenmobbing eine Sache, aber gegen Leute, die keinen Takt haben. Cause I got no liver. Da gibt's so eine ganze Meute von. Cause I ain't got rhythm. Nennt sich UCGD oder wie? Weißt du, sie sagt immer, sie will das nicht so öffentlich machen, aber fängt dann immer in meinen Streams so an. Ach Gott, die Wand gibt's doch eh nicht mehr. Jetzt kann man nachtreten. Na. Genau, was soll ich trotzdem jetzt hier im Stream nicht raus? Oh. Eines Tages, Kinder, wenn sie rechtlich nicht mehr dafür belangt werden kann. Eines Tages. Wir sind in Deutschland, du kannst für alles immer rechtlich belangt werden, hol. Schon vergessen. Aber nicht, wenn Micha eigentlich seinen wahnwitzigen Plan von der Bananenrepublik wahrmacht. Weißt du, das sind so diese Momente, wo ich mir frage, so was labert der alte Mann schon wieder? Vergessen? Michas Tarn? Ja, stimmt ja. Was mit der Webcam los ist, mir ist heute nicht so... nicht mal nach Face, also... sorry. Mein Gesicht fühlt sich heute scheiße an.
Ich habe mein Gesicht heute aus Versehen gelöscht, deswegen, sorry, ich muss erst rebooten. Naja, sollen wir nicht, dass das hier rausgerutscht ist. Nein. Das sieht man ja ständig. Du rasierst dich noch? Ja, so eine kahle Platte kommt nicht von ungefähr. Ja, das Thema hatte ich ja auch schon mal. Von wegen, wenn mir die Haare ausfallen würden. Ich würde auch eher eine Glatze tragen mit Stolz, anstatt irgendwie versuchen, da irgendwas zu reißen. Aber bei manchen sieht das dann auch einfach merkwürdig aus. Härchen im Wind. Da, 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 da. Bei dem Trage jetzt hier Angels Job oder was ist hier ab? Warte mal, muss ich da mal gucken. Ich kann gerade nicht. I have to control myself. Das Rennen war hier noch mit das Einfachste. Also sofern ich jetzt nicht irgendwo, ne, komplett irgendwo gegenkachel, sollte es eigentlich ein easy win sein. Wir fahren jetzt auch mal die simple Strecke. Wir müssen ja jetzt niemandem irgendwas beweisen. Aber mit dem Stern, der driftet in der Luft ein bisschen. Nee, ist ja kein Ding. Bist ja auch gerade erst dazugekommen. Klar, dass du denn nicht weißt, was mit der Cam los ist. Nö, wie gesagt, mir war einfach heute nicht nach Webcam. Ich habe mich dann auch so gefragt, so, du machst jetzt schon seit ein paar Wochen Streams nur mit Webcam immer, also halt, dass die Webcam immer nebenbei an ist. Aber wenn jemand da nicht ist, warum nicht einfach mal einmal auslassen? Ist ja kein Zwang, ne? And I will spit. Easy. Shiverner Henry, fuck you. Dass man alles hier, all diese Animationen skippen kann, das ist ein Traum für jeden Speedrunner. So, warte mal, Draghi, was hast du hier? Ja, du bist Angels Helfer, ich sehe schon. Das Schlimme ist, ich könnte das, was Draghi mir gerade zeigt, könnte ich sogar tatsächlich im Stream zeigen, weil es an sich schon... Es ist noch non-nude, also von daher. Da braucht jetzt auch die NSA keine Angst haben, dass ich hier irgendwie, ne, den geheimen Porn-Stash auspacke. Ich zeig's euch trotzdem nicht. Ich bin so böse. Den harten Stoff holen. Das Schlimme ist, ich weiß, du bist mehr so auf der anderen Schiene, deswegen... Ich weiß nicht, was bei dir dann der harte Stoff ist, deswegen, ich bin da gerade vorsichtig. Ja, sowieso ab 18. Trotzdem. Presslufthammer. Trotzdem darfst du, ne? Ich verderb euch mit Porn, ja. Es ist nicht so, als ob ihr schon längst so weit seid. Och, Kinos. Jetzt wird sie aber lächerlich. Also mal bitte. Also, seien wir mal ehrlich, ne? Kein Jao. Was? Okay, Draghi, du, ey, jetzt erstaunst du mich aber. Ich hätte meine linke Hand darauf verwettet, dass du mir jetzt Yaoi-Zeug schickst. It's a trap. Scheiße, es könnte wirklich eine Falle sein. Wahrscheinlich irgendeine Unterart von Yaoi. Unterart von Yaoi. Er klingt auch schon. Er klingt echt nett. Sekunde mal, was muss ich hier machen? Bezaubernder Fuck. Stimmt, die Fee hat einen russischen Akzent. Feuer hier. Besiege einen Riesen. Sag mal, die Trophäen hier im dritten sind echt schon fast irrelevant. Das sind Sachen, die du sowieso machen musst, wenn du das Spiel durchspielst. Also zumindest, wenn du es 100% durchspielen willst. Na gut, aber ehrlich bin ich bin froh, dass sie keine die Könnerpunkte ausgelassen haben. Weil die zu holen, das wäre echt. So, das meinen die mit Riesen. Das wird ja mal einfacher hier, sagt er und starb. Ich muss sowieso gerade mal. Der Sui-Server schreibt schon wieder Zeug. Ach ja, der Typ ist ja auch. Der macht schon wieder Schmäh.
Die Tatsache, dass ich online bin, nice. Spyro, wir brauchen deine Hilfe. Spyro. Achso, du sammelst immer noch Sekunde mal. Uxakaka. So. Läuft. Hey, ihr seid echte Assis, wisst ihr das? Nämlich gerade eine Bird-Mission. Ja, die war hier, glaube ich, nochmal ein bisschen tricky. Die schießen mit Pömpeln. Alter, was habt ihr für ein krankes Auto-Aim? Jesus. Weil Draghi, also von dir hätte ich das jetzt, hätte ich so, würde ich sowas nicht erwarten. Angel ist eine Sache. Mein Angel und ich sind auf einer Wellenlänge. Alter, Jesus Christ. Schnell, Spyro. Wenn wir nicht sofort das Schloss erreichen, muss die Prinzessin diesen Verlierer Prinz Azrael heiraten. Diesen Verliererprinz. Alter, das ist voll fies. Könnte ich sagen. Vielleicht ist es in Wirklichkeit voll der liebe Dude. Nein. Ui. Alter Verwalter. Ich glaube, die Bird-Mission, mal gucken, was sie daraus gemacht haben. Im Original war die nämlich ziemlich... Nee. Du dachtest, ich freue mich immer über sowas. Also von daher... ich kann es mir bei dir nur halt nicht vorstellen. Das ist halt der Punkt. Dein Aim ist true. Gerade weil du ja mal mit Caro und mit Keks und den Yaoi und hast ihn nicht gesehen. Und ich Yaoi ist toll. Ja, eben. Siehst du, genau das meine ich. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich auf was erwartet, dass ich denn irgendwas in der Sparte kriegen würde. Sag mal! Was ist mit den Gegnern hier los, ey? Ist ja nicht mehr feierlich hier. Oh, toll. Doch, Yuri ist besser. Was? Ich finde Yaoi ist besser. Ja, ich mag ja Yuri lieber. Jetzt bin ich echt... Jetzt verwirrst du mich. Ich frag mich immer noch, was Caro mir geschickt hat jetzt für Weihnachten. Wie genau definiert sich Yaoi eigentlich? Gay Porn. Plug and play, Kinder. Plug and play. Warte mal, jetzt bin ich ja mal neugierig. Wow, Tatsache. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin ganz ehrlich, Draghi, ich bin von dir überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und unsere Prinzessin entführt, wenn wir sie nicht auf. Diese Wellenlänge hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. So, ich muss mich jetzt mal konzentrieren hier. Ich kann nicht immer an Hentai denken. Ich muss mich jetzt hier mal, ne? Weißt du, kaum redet man mal öffentlich mit euch über sowas. Schon entdeckt man ganz neue Seiten an Menschen. Schnech! Willst du uns also sagen, Porn für den Weltfrieden und allgemeines Verständnis? Das wäre doch mal was. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, also... Wir wären alle zusammen um einiges glücklicher, wenn wir einfach mal ein bisschen mehr ficken würden. Danke, interessante Ostern-Sprachen vom Papst. Eureka ist scheiße! Guck das nicht! Ernsthaft, Leute! Ansprache vom Papst. Die letzte Season Walking Dead war nicht so toll. Heute ist ein Glückstag, Spyro. Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht so weit geguckt. Einen Deal ausgehandelt. Ich hab jetzt Netflix, ihr Schwänze! Helfen sie dir, die Treppe zu heben und lassen dich. Ja, wie gesagt, auch sorry, dass ich da gerade so drauf eingehe, aber ich entdecke gerade ganz neue Seiten an Draghi. Ja, ohne Scheiß! Ihr fangt jetzt aber nicht an, eure Sticker-Alben zu tauschen. Wer weiß? Ich meine, ich habe auch ein paar schöne Sticker in meinem Album, wenn du so willst. Everyone has. Everybody had a sticker.
Na, ich als Typ bin da natürlich eher so auf der Juri-Schiene, ist ja ganz klar. Oh, nice. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, warum heißt es Juri on Ice? Wenn es doch eigentlich Yaoi ist. Ist der Typ nicht Juri? Ist er Juri? Ich hab den Anime nicht geguckt, ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht, ich hab noch beiläufig mal das Geschwurbel gesehen. Das weiß ich auch schon, also... Weil? Ah, es ist also mehr... Und es sind zwei Typen. Deswegen heißt es Juri on Ice. Also heißt einfach heißt der Typ, meine Güte, das könnte doch so simpel sein. Was war's jetzt? Also es ist in Wirklichkeit, der Typ heißt Juri und ja. Es geht um also zwei Typen, aber die Beziehung steht nicht im Vordergrund. Ja. Und genau deswegen gucke ich Fullmetal Alchemist, Kinder. Da haut man sich aufs Maul und am Abend geht man heim. Ja, weißt du, da gibt's Homunculus, das war's. Homunculi. Da gibt es zum Beispiel Homunku. Oh mein Gott, was ist das? Und Homunku. Oh, mehr davon. Oh je. Ah, nice. Ja, ich werde sie mir trotzdem nicht angucken. Gibt es auf diesem Berg eine goldene Gans? Versuchst du nicht gerade wirklich zu Juri on Ice zu bekehren oder was treibt ja. Sie da? Der ist so toll! Musst du gucken! Von einem Bären mit einer Tüte Edelsteine gekauft. Er sagte, sie seien magisch, aber bei mir passiert nichts. Dass sie ausgerechnet rüberkommt, nur weil ich angefangen habe, über Juri on Ice zu reden. Ich finde es geil, wenn man sie im Hintergrund immer so. Hört. Okay, also Draghi, ich erkenne gerade hier. Wow, ich erkenne gerade ganz neue Level in dir. Das ist erstaunlich. Ich lerne heute so viel Neues. Er würde seinen imaginären Hut vor dir ziehen, hätte er einen. Gerade ja. Oh, das war der Scheiß. Genau. Spit. Und ich dachte immer, ich muss sowas nur mit Dings teilen. Mit Angel. Ich mein, weißt du was, ich geh jetzt full hem und geh jetzt voll rein. Was? Okay. MGS. Hab Spaß. Viel Spaß. Hab ich auch. Vergiss die Claymore nicht. Der Jack ist echt gruselig, ey. Ich schieße alles und jeden, der mir in den Weg kommt. Sterb. Nee, also ich bin gerade noch so ein bisschen baff, also da hat sich gerade die Yaoi Zone einfach mal komplett hat sich einfach umgekehrt und mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Würdest du in diesem Fall von einem Weihnachtswunder sprechen? Ich würde davon von einem Weihnachtswunder sprechen, yes. Hm. Das ist schon ein ziemliches Weihnachtswunder, ein Weihnachtswunder mit Brüsten. Würdest du in einer Verfilmung davon das Fenster aufreißen und brüllen, endlich Porn, der nicht schwul ist? Wie gesagt, ja. Und ich habe vor einer Weile Backstreet Boys gegeben, seitdem kann ich nichts mehr verstören. Backstreet Boys? Also, ich meine, so ein paar Lieder, die sie hatten, waren jetzt nicht so schlimm. Also, da gibt's mittlerweile schlimmere Bands. Eben, also da gab's Schlimmeres. Moment, also Moment, Backstreet Girls? Warte mal, okay, warte mal, das ist mein Fehler, ich habe mich gerade verlesen. Was ist Backstreet Girls? Hä? Was ist das denn? YouTube, warte mal. Backstreet Girls. Das ist aber nicht sowas wie Two Girls, One Cup, oder? Also so ein Kram. Weil wenn ja, dann bin ich out. Backstreet Girls.
Ich habe dieses Ei auf dem Weg hierher gefunden. Ich glaube, es wurde von einer goldenen Gans gelegt. Weiter, wir sind fast ganz oben. Also Dragi-Nummer, das weiß ich, sehe ich jetzt in einem komplett anderen Licht. Warum nimmst du nicht zwei weitere Sachen? There's not just one side. Not just the gay side. There's another side. Wie komme ich da überhaupt ran? Ja, stimmt irgendwie durch ein Dings, ne? Backstreet Girls, Knife at Rockefellers. Ja, das kann wahrscheinlich die sein. Moment, das ist real. Anscheinend, also ich finde auf YouTube hier irgendwie ein Konzert, mal reinhören. Jetzt kommt's. Es klingt wie ziemlicher Oldschool-Rock. Und es sind erstaunlich wenige Mädchen. Okay. Eher so haarige mit 50er. Okay. Okay. Gut, es sind langhaarige Tatterkreise und von weitem könnte man sie für alte Damen halten. Tja, Mensch, also. Schlechteste, was ich bisher gehört habe. Es gibt Schlimmeres. Was ich meine, es klingt solide. Also falls ich jetzt gerade die komplett falsche Band und Musikrichtung erwischt habe. Video, Plattform, Existenz. Ja, also man darf mich gerne auf Twitter anschreiben und mir das zeigen, was ihr meint, aber ich habe hier jetzt halt so eine Oldschool-Rockband gefunden. Also. Wenn es ein Pornhub-Link ist, hol, watch out. Because I smell trap. Da schicke ich Keks vor. Pornscout24.de. Pornscout24. Nein, danke. Ach, warte mal. War doch. Nee, warte mal. Beziehungsweise. Nee, warte, wie war das nochmal? Weißt du, die Lösung für dieses Rätsel hier war eigentlich total simpel. Ich muss mich gerade nochmal dran erinnern, wie. Ja. Jetzt nur die Frage, war das jetzt Backstreet Girls oder Girl? Backstreet Girls steht hier. Ja genau, ich brauche den hier. Also für Backstreet Girl finde ich einen Anime. Schreibt man halt nur getrennt. Backstreet Girls. Norms. Bist du Comedy? Aha. Backstreet also, Girl ist ein Anime, okay. Ja, also wenn man es getrennt schreibt, also Backstreet Girls. Ja, und nicht Backstreet Girls. Alles zusammen. Okay, also Backstreet Girls ist eine Band. Es soll ein Anime sein. Also wahrscheinlich also, den Anime, den du gefunden hast. Also entweder hast du dann jetzt Schmu geschrieben oder Wikipedia schreibt Schmu, also. Und er schmeißt alle Schmu. Okay, also Comedy. Warum hat er eine Pimpkette um seinen Hals, wo Jack draufsteht? Du kannst noch eins ihrer Eier als Souvenir haben. Warte mal. Sonst nerv ich noch. Ja, Draghi, du wirst mich so nerven, indem du mir Yuri-Porn schickst. Ja, Mensch, das wird mich so nerven. Ich werde nach 5 Minuten schon keinen Bock mehr haben auf irgendwen. Wenn du wüsstest, was Angel und ich uns manchmal zuschicken. Das ist normaler Stuff, also nicht, dass ihr euch jetzt schon wieder wundert. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Mann, Kinders. Hm.
können wir dir auch Porsche. Lieber nicht. Das belassen wir lieber bei Leuten, wo ich vertraue und im Internet. Er hat so seine Dealer. Ich hab so meine Dealer. Ist ja nicht so, als ob ich selber Seiten habe, wo ich weiß, wo ich den Kram herkriege. Ja, aber du bist ja international tätig. Sind international tätig? Nee, es ist halt immer mal interessant, immer auch was anderes zu sehen von anderen Leuten. Horizont erweitern. Jetzt ohne Scheiß, also man lernt da echt mal neue Künstler dann auch kennen. Jetzt mal ganz ohne Joke, also Angel und ich finden da echt andauernd neue Künstler, die echt guten Kram kreieren, wo nicht immer nur Porn ist. Aber let's face it, Porn ist nun mal halt was, womit du sehr schnell sehr gut Klicks generieren kannst. Also ja, wo ist das nun mal? Boah, Alter. Deswegen, also wir haben jetzt in der Zeit einfach mal super viele Künstler gefunden, wo super einen super Zeichenstil haben. Bäh. Aber ich finde, wie gesagt, den Kommentar ist süß, irgendwie so von wegen, ich nerv dich damit, ja. Die anderen Feen und Zauberer lassen uns nicht heiraten. Man nervt Shadow damit, indem man ihm Porn sendet. Total. Total, damit nervt man mich sowas von. Boah, nicht noch mehr zum Abspeichern. Boah, gib mir doch mal eine Minute, boah. Boah, meine Güte, lass mich doch mal nachladen hier. Yes, that happened. Ja, so, wir müssen wir hin. Ne, jetzt kommt das gleich mit Sergeant Bird, ne? Oh ne. Dann wollen wir mal gucken. A better love story in Twilight, sowieso. Da gab's eine Geschichte. Hatten sie? Ich weiß auch gar nicht mehr. Also da ging's nur um Emu und Moon Moon. Ich war ja immer noch dazu gezwungen, damals in meiner Berufsschule einfach Twilight zu gucken, weil unsere Klasse überwiegend aus Frauen bestand. Das sollte man immer noch als Volldarmal betiteln. Ja, ich habe auch immer noch Narben von damals. Die er sich selber zugefügt hat, nachdem er stundenlang gegen seinen Kopf gegen die Wand gehämmert hat. Und komm mir nicht wieder mit dieser. Kennst du noch deinen alten berühmten Satz? Also wenn du mir jetzt wieder mit machst du noch mal Ratchet & Clank 3 kommst? Machst du noch mal Ratchet & Clank 3? Ja. Wie geht man Shadow auf die Eier? Indem wir im Porn checks. Probier's mal. Ja, das nervt total. Ständig muss er pausieren. Fuck. Wieso geraten wir in letzter Zeit immer wieder an dieses Thema? Könnte meinen, man provoziert es. Wie kommen wir da immer drauf? Wie rutschen wir immer in diese Sparte? Vor allem wir. Ja, wir. Hast du gehört, Keks? Wir sitzen alle im selben Boot. Merke ich schon. Ja, wir. Dem Love Boat. Ja, hier, wir alle. Wir sitzen alle im selben Boot. We all have a snack. Ja, nee, nicht jeder von uns. Wir sitzen im Boot, aber Keks schippt. Das ist auch eine Sicht von Porn. Hier, wo schippert sie denn? Es gibt auch Leute, die fühlen sich attracted zu Schiffen. Und das nennt sich dann Konkolle. Momentan spiele ich eher so heterosexuelle Pärchen. Was? Ja, voll schlimm, ne? Was ist denn mit dir kaputt? Ich habe Resident Evil Zero gespielt. Heißt das, wir haben eine Heilung gefunden? Nein. Es sind aber noch ein paar Hexen. Ich habe immer noch meine Yaoi-Chips. Keine Sorge. Wir müssen die Dosis erhöhen.
Dann gib mir mehr Billy und Rebecca-Stuff. Ah, ist das jetzt hier eine Aufforderung für alles Zeug oder was? Ja. Ich geb dir die Schuld dafür, sollte irgendwann mal tatsächlich was davon auftauchen. Also wenn es auf dem Server auftaucht, wird sowieso geblockt, weil unser Server Safe for Work Zone ist. Also ja. Angel läuft doch frei rum und das soll sicher für die Arbeit sein. Spinnst du? Ey, der hält sich an die Chat-Regeln. Wir haben keinen besseren Mod. By the way, diese Mission ist so piss einfach geworden hier im Remake. Kolibri Widerstandsbewegung bist. Jetzt haben wir den Tempel für uns. Aber zuerst habe ich ein Geschenk für dich. Oh shit, Bird gets some puss. Bird down, Bird down. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also die Mission habe ich mir auf Papier sehr viel schlimmer vorgestellt. Ja, deswegen ja. Das, was Angel und ich da machen, sind auch Kunstdiskussionen, ihr Banausen. Ich weiß nicht, was Hallo. Ihr mal denkt. Hallo? Wie man es schon damals in der finalen Folge von Golden Boy herausgefunden hat. Das sind Studien fürs Leben. Irgendwann landet ihr in einem arbeitslosen Anime-Studio und müsst dann die Physik von Brüsten animieren. Ja. Die sind froh, wenn sie euch dann haben. Und was macht ihr dann? Ja. Ich mir jetzt gerade irgendwie Stoff zum Unterstützen geliefert. Weiß auch nicht, irgendwie. Es wird und wird nicht besser. It's called Hentai and it's art. Hallo? Ist es ja auch! Sorry, wenn ich das immer wieder sage, aber es ist Kunst! Also sind wir jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz wesentlich runtergebrochen. Wenn man Playboy und Co. als Kunst deklarieren kann. Ich meine, es hat ja schon damals angefangen. Die alten Künstler haben doch auch hier so einen Scheiß gemacht. Deren Bilder hat sich auch sonst, hätte sich auch sonst keiner angeguckt. Seien wir doch mal ehrlich. Wer hätte sich denn den Kram damals angeguckt sonst? Richtig. Picasso? Die haben sich die haben ihre Bilder auch nur verkauft, weil da Titten drauf waren. Erstmal komplette Renaissance gedisst. Gewagte These kann man so stehen lassen. Ja, ne? Man muss ja mal, Kunst muss ja auch mal ein bisschen beleidigen. Muss sie das? Ja. Hab ich jetzt so bestimmt. Das soll Kunst sein? Kennt ihr dieses eine Bild von Britney Spears, wo man ihre Möschel sieht? Das sollte man ja ausstellen. Ja! Und ja, das war ein Zitat aus einem Buch. Das war ein Zitat von einem Buch. Ihr könnt gar nichts. Ihr habt keine Macht. Es ist tatsächlich ein Zitat aus einem Buch. Das ist Literatur. Wollt ihr etwa was gegen Literatur sagen? Ihr verbrennt doch Bücher. Ihr Kunstnazis. Okay, ich glaube, dafür kann man uns an die Karre kacken. Eine Menge. Leute können uns für eine Menge Zeug an Karren pissen und das ist sogar auch noch total legitim dann. Ich sagte doch, ich gehe ihm ans Bein pissen. Wait. Was hat er denn jetzt hier? Liegt einfach Geld auf der Straße. Ich freue mich immer noch auf den Känguru-Film. Das wird echt funky. Oh ja. Ich hoffe, er darf jedes Buch verfilmen. Das wird dann echt. Der dritte wird interessant. Sehr viel Pinguin. Sehr viel Copyright-Streit. Ach, meinst du? Ich weiß ja nicht. Kann man das so direkt hin? Nee, von der anderen Seite. Gut. Hab gelernt, ich weiß Bescheid.
Nani. Mal jetzt das erstmal schnell fertig hier, das geht mir sonst auf den Zwiebel. ich bin da mal weg, Stress und Abtuschen, viel Spaß. Alles klar, Modellchen, bis denn, bis zum nächsten Mal. Warte aber mal, ich gucke aber mal. Alter, es ist schon gleich. Oh, Alter. Ich hab voll die Zeit aus den Augen verloren. Und Käse quengelt um nach Essen, was ist da los? Ja, weil es noch Reste von gestern gab, deswegen. Reste von dir überdauern. wenn ich Nudelauflauf mache, reicht das meistens für 2 Tage. Weil es unsagbar gut schmeckt, dass er immer mehr macht. Nö, einfach, weil ich hab eine Auflaufform. Es wäre blödsinnig, die nur halb voll zu machen. Ich versuche dich ja gerade voll gut dastehen zu lassen. Spiel mit. Fuck you. Ah ne, ich muss das richtig betonen. Fuck you! Fuck you! Liquid! 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 Brother! Brother! Ach, ich mag es, wie er rollt. Brother! Genau. Es ist immer so, als hätte er einen ganzen Löffel Zimt im Maul. Na barf. Gott, wo habe ich so lange gehangen? An welchem Level? Ich habe doch noch gar nicht so viele gemacht hier. Aber irgendwie ist voll mein Zeitgefühl gerade tot. Es kommt mir nicht so vor, als ob es schon gleich 9 ist. Naja, aber ich glaube, ich mache das Level hier jetzt noch fertig und dann... Also ich gehe raus, um genau zu sein. Und mache dann den Rest Freitag fertig. Machen wir Freitag ein bisschen länger. Es gibt schon ein paar Eier. Das ist die vorletzte Welt halt hier. Danach kommt noch die finale Welt, aber ich glaube, da gab es 1-2 Level, wo relativ kurz sind. Beziehungsweise ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwas großartig Schweres war. Also von daher... Ich glaube, wir haben aber gut was geschafft jetzt in der Welt. Ich glaube, hier fehlen noch 2 Level. Können wir eigentlich ja via Dings mal rauskriegen. Oder via Cutscene, das geht auch. And he's dead. In einem Sarg. So, warte mal. Das können wir mal in den Trophäen abgucken. Dann wissen wir, wie viel uns noch fehlen. Dürfte aber nicht viel sein. 1, 2. Ne, warte mal. Wüstenpalast. Es fehlt hier nur noch ein Level. Ne, 2. Hier. Verlorene Flotte fehlt noch. Aber das war eine Nervmission. An die erinnere ich mich. Gut, 2 Level fehlen hier jetzt noch und dann das im Finale. Ne, wisst ihr was? Wir machen das beim nächsten Mal fertig. Ich möchte jetzt nicht noch irgendwie 2 Level, da habe ich keinen Bock drauf. Zumal an beide erinnere ich mich. Das eine kann ich nicht mal komplett machen. Und das andere ist verlorene Flotte. Oh, da gab es so ein Rennen, was ein bisschen abfuck war, aber sonst... Aber sonst ging das eigentlich, glaube ich, so schlimm war das, was jetzt kommt, nicht mehr. Aber von daher, wir haben jetzt 63%. Freitag machen wir dann den Rest. Machen wir das Ganze dann fertig und dann, wow, dann haben wir komplett alle 3 Spyro-Teile auf Platin. Das ist irgendwo sick.